Vor ein paar Wochen lag vor mir der Roborock S7. Der neue Robi kommt mit einer verbesserten Wichtfunktion daher. Im Inneren der Umverpackung finden wir den S7 selbst vor. Roborock listet die einzelnen Features an der Seite. Durch meine positive Erfahrung mit anderen Roborocks kann ich sagen, dass das auch nicht nur Marketinggeschwätz ist, sondern die Roborocks einfach gut funktionieren. Als erstes finden wir eine Anleitung vor. Dazu gibt es ein austauschbares Stromkabel. Je nachdem, wo eure Steckdose ist, ist es möglich, ein längeres zu kaufen. Das Wichtura hat ein neues Design bekommen. Mit dabei ist natürlich auch eine Dockingstation. An deren Seite kommt das Stromkabel. In der Vergangenheit hatte Roborock verschiedene Designs für ihre Ladestationen, beispielsweise weiß und schwarz. Ganz schwarz gefällt mir persönlich noch am besten. Und dann hätten wir da noch das Herzstück des Paketes, der S7 selbst. Auf dessen Oberseite befindet sich der Laserturm. Direkt davor sind die Buttons für die Bereichsreinigung und Lock und der Power- sowie Home-Button. Auf der hinteren Seite ist eine Klappe und der Wassertank. Dieser ist leicht zu entnehmen. Der Wassertank kann bis zu 300 ml Flüssigkeit aufnehmen. In der Regel reicht das bei meiner Freundin für eine 75 Quadratmeter Wohnung locker. Zum Moppen kommen wir aber später. Damit es zu keinen Missverständnissen kommt, der S7 zieht nicht in besagte 75 Quadratmeter Wohnung. Nur für den Fall, dass ihr euch nachher wundert und an das Zitat zurückdenkt. Unter der Klappe, die ich eben erwähnt habe, befindet sich der Staubtank. 470 ml Staub kann dieser aufnehmen. Später dieses Jahr wird noch eine Absaugstation für den S7 erscheinen. Mit dieser muss man die Staubkammer nicht mehr manuell entleeren. Wie man im Promobild eben gesehen hat, kommt kein Staubbeutel zum Einsatz. Ich bin sehr gespannt auf die Absaugstation und wie viel sie kosten wird. Persönlich hoffe ich, dass man sie optional dazu kaufen kann und dass es keine eigene Version wird. So viel zur Oberseite des S7. Weiter geht's an der Unterseite. Hier befinden sich zwei große Räder und ein kleines an der Front. Die Mitte ziert die staubaufsammelnde Bürste. Diese hat ein neues Design bekommen. Auch wenn ich es zukünftig nicht mehr wirklich sah, mir gefiel das kräftige Rot. So viel sei schon mal verraten. Der S7 verrichtet seine Arbeit gut. Möchte man moppen, legt man noch das Mop-Modul an. Kaum wird die Ladestation des S7 eingesteckt, wird diese mit Strom versorgt. Und wer jetzt denkt, dass es Zeit wird, dass der Robi von meinem Tisch runterkommt, der hat vollkommen recht. Behalten wir den sauberen Staubtank in guter Erinnerung. Der S7 gehört eigentlich meiner Nachbarin und zu der ist er auch gezogen. Die hatte vor allem ein Bedenken. Wird Staubi meine Möbel beschädigen? Und die klare Antwort dazu ist, nein. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Sollte während der Benutzung sich ein Verschleiß bei den Teilen des S7 einstellen, kann man Ersatzteile zum Beispiel für die Bürste oder das Wischtuch nachordern. Damit es mit dem S7 losgehen kann, braucht man die Roborock App. Über diese wird der Staubsauger mit Wi-Fi verbunden und eingerichtet. Die Einrichtung geht schnell vonstatten. Die Erstellung und Speicherung einer Map muss in der App erst manuell aktiviert werden. Das würde ich direkt machen. Einen kleinen Teil der Karte hat der S7 bereits erfasst. Nun war es aber Zeit, die Umgebung zu erkunden. Ja, die Wohnung meiner Nachbarn ist nicht sehr groß. Aber auch diese will sauber gehalten werden. Direkt zu Beginn stand ein Firmware-Update bereit. Mit Updates und Roborock habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Kein Update hat die Funktionen eingeschränkt. Beim S6 Max V kamen sogar echt viele dazu. Das Firmware-Update dauerte nicht lange und der Robi ist nachfolgend auf dem neuesten Stand. Und damit konnte es dann auch schon losgehen. Die Jungfernfahrt stand an. Gemeinerweise kam es hier schon zum ersten Hindernis für den S7. Ein Ladekabel. Erfreulicherweise riss Staubi dies nicht mit. Wie man im Schatten sieht, wir wollten schon zur Hilfe eilen. Das war aber gar nicht nötig. Je nachdem wie hoch eure Schränke sind, passt der S7 auch unter jene. Die Dockingstation des S7 erlaubt übrigens, dass der S7 in Zukunft von diesem Schrank aus startet. Persönlich bin ich ein großer Fan davon, Staubi seine Umgebung vorzubereiten. Ihm also keine Stühle in den Weg zu stellen. Das macht aber jeder anders. Der S7 kann Teppiche bemerken. Er speichert diese als solche auf der Karte ein. Bisher saugte Staubi auf der Saugstufe normal. Persönlich lasse ich ihn aber lieber auf Maximal laufen. Das ist natürlich ein bisschen lauter. Eine Fahrt, wie ihr sie gerade seht, hat der Roborock derweil vielfach erledigt. Ob man zu Hause war oder nicht. Das Ladekabel allerdings, das ich vorhin erwähnt habe, das hat der S7 dann doch später mal mitgenommen. Aber ohne es zu beschädigen. Nach der Fahrt lädt sich der S7 direkt an der Ladestation auf. Alle paar Wochen sollte man den Zustand des S7 kontrollieren und ihn gegebenenfalls reinigen. Auch beim Moppen kann der S7 überzeugen. Eigentlich sollte man das mit destilliertem Wasser machen, aber meine bisherigen Staubsauger haben normales auch überlebt. Der S7 bemerkt das Wischmodul direkt und schaltet in den Wischmodus. Da der S7 Teppiche abspeichert, werden diese nicht gewischt.
alles andere schon. Wie ihr seht, es wurde trotzdem eine No-Wish-Zone auf den Teppich gelegt. Der Teppich wird weiträumig umfahren. Der Boden ist nach der Behandlung nicht triefend nass, was gut für das Material ist. Einen Unterschied gibt es direkt zu Staubis, die bei mir arbeiten. Ihr seht keine Kugelanbindung. Die ist natürlich trotzdem vorhanden, wird hier aber nicht verwendet. Ich kann euch aber aus Erfahrung sagen, die ist bei Roborock wirklich sehr zuverlässig. Insgesamt konnte der 7 die letzten Wochen überzeugen. Bis auf den kleinen Unfall mit dem Ladekabel gab es keine Probleme mit dem Staubsaugroboter. Der Roborock S7 ist ab 549 Euro auf Amazon verfügbar. Die schwarze Variante ist etwas günstiger als die weiße. Ihr habt noch Fragen zum S7? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.